Ostern steht vor der Türe und wir starten zu einer schönen Tour an Ostern. Und jetzt schauen wir erstmal hier rein in den Rocky. So, Silvi ist noch schwer am Einladen. Hallo, ja, ich bin hier noch voll am Rumräumen und Einladen. Genau, dass das Wohnmobil jetzt die richtigen Sachen mit dabei hat. Wir freuen uns schon. Ja, und diesmal werden auch die Jungs kurzzeitig dabei sein und wir hoffen, wir haben gutes Wetter und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Ja, seid mit dabei und seid gespannt, was es in diesem Video zu sehen gibt. Endlich sind wir angekommen. Es ging eigentlich ganz gut. Wie lange sind wir jetzt gefahren? Nicht ganz 2 Stunden, 1,5. Ja, ich dachte eigentlich, dass mehr Stau sein wird. Ja, Donnerstag, ein Tag Weil morgen ist ja Feiertag. vor Karfreitag. Ja, es ging eigentlich recht gut. Ist jetzt aber auch nicht so weit von Sind wir uns. gut durchgekommen. Ja, und morgen fahren ja die Kinder dann hinterher mit dem PKW. Der Joel, der fährt dann mit seinem Auto und der Lukas kommt auch. Ja, das wird schon gut. Ja. Ja, mal schauen. Wir wollen ja Bogenschießen. Das Wetter, weiß nicht, morgen soll es ein bisschen durchwachsen sein. Ja, ich hoffe, dass noch sich das Wetter ändert. Ja, und Das sonst gehen ist. wir vielleicht am Samstag Bogenschießen. Die Jungs wollten ja vielleicht an beiden Tagen Bogenschießen, mal gucken. Oder wir fahren morgen Fahrrad ein bisschen an Ja, der wir haben ja Jagst. Fahrräder noch dabei. Müssen wir mal gucken. Aber bei Regen Fahrrad fahren, ich weiß auch nicht. Ja, aber. Wenn es nur so ein bisschen regnet, können wir ja auch dann mal irgendwo uns unterstellen. Ja, jetzt schauen wir Mein mal. Navi ist ja noch an. Aber schön ist es eigentlich hier in Jagsthausen, oder? Ja, Ganz schöne gut. Natur. Und hey, ich freue mich schon auf die Steaks vom Ja, da Jürgen und treffen wir uns Ines. dann mit Jürgen Ines, da freue ich mich schon drauf. Vor allem auf die leckere Rindersteaks, die der Jürgen Ja, immer so gut die kann. haben wir gar nicht so hingekriegt wie er, gell? Also mal schauen, was der alles Neues in seinem Wohnmobil hat. Das gucken wir uns auch mal an. Ja. Vielleicht hat er ja hinten schon weiter gefilzt. Letztes Mal haben wir ja die Heckgarage gemacht. Mal gucken. Ja, bin mal gespannt, mit welchen Ideen er uns wieder Oh. anstecken möchte. Ja. Nee, Ben. Nein, du siehst jetzt nichts, gell? Du bellst auch nicht. Du, Ja. lieb sein. Sonst muss ich Du bist runter. lieb, gell? Hä? Sag mal, ihr seid ja auch da. Ach, ihr seid ja hier. Habt ihr uns jetzt etwa belauscht? Ja, so sieht's aus. Ja, und damit herzlich willkommen bei Rocky on Tour hier bei uns auf diesem Kanal. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder begleitet auf unserem Wochenende. Und wir sind selber schon gespannt. Ihr habt ja schon mitgehört, was wir alles so vorhaben. Aber mal schauen, was wir tatsächlich machen. Wir sind ja sehr spontan und vielleicht fahren wir auch noch mal eine Runde weiter. Mal gucken. Ja, und außerdem ist man ja schon auch ein bisschen aufs Wetter angewiesen. Ja. Also, wir freuen uns mit euch und wir hoffen natürlich, dass ihr ganz arg gespannt seid und uns hier mit begleitet. Ja, viel Spaß mit auf unserer Tour. You were there and you picked me up when I fall. You have rest.
rescued me from my pain. You were strong and you gave me strength to move on. Free me from my guilt and shame. You have washed me over and over again. You are made. Washed me over and over again. You are making me new. Die Blumen, die duften total lecker. Schade, dass ihr die nicht riechen könnt. You are for me. You forgive, you forget. You heal all my regrets. Full of mercy you are for me. Yeah. Sin is deep at your feet. I'm here once again, humbled by your love for me. You prepare me a seat and you. Wunderschön, nochmal abends hier eine Runde zu laufen. Ja, Ben muss noch seinen Rundgang machen und ein bisschen austreten. Genau. Ja, und wir genießen natürlich hier so die Abendsonne. Es ist doch noch ein bisschen kühl. Es windet ein bisschen, aber es ist auch total schön, die Bäume zu hören, die Geräusche. Oh, da ist gerade... Ach, schade, da war gerade ein Hase, der darüber gelaufen ist. Na gut, dass das der Ben nicht gesehen hat. So schnell könnte ich mit der Kamera gar nicht umdrehen. Naja, also heute Abend wird nicht mehr viel passieren. Jetzt laufen wir noch ein bisschen. Und dann geht's wieder zum Wohnmobil zurück. Wie cool ist das denn und wie edel. Dieses Ablageboard mit dem LED-Licht. Sieht richtig gemütlich aus. Sieht edel aus. Ja, das ist ja das Ablageboard von Camperboards. Dafür habe ich ja ein Video gemacht. So, und jetzt sind wir zurück von unserem schönen, ja, Abendmarschiergang. Der Ben hat sich richtig austoben dürfen. Ben? Hallo? Schau mal. Gefällt's dir hier? Der riecht die Wurst. Die tolle Wurst, weil es gibt jetzt nämlich... Wurstsalat. Gleich Wurstsalat. Jetzt kreieren wir was. Wir haben noch tolle Brötchen vom Bäcker. Und dann essen wir schön. Ja, vielleicht zeigen wir es euch. Einfach und schnell sieht der Wurstsalat dann so aus. Ja, und hoffentlich lecker. Und ich würde sagen gesund, gell? Hier mit Gurken und Paprika. Und viel Wurst. Und viel Wurst und Käse. Daniel liebt Wurstsalat. Ich mag das einfach. Deswegen darf das ja schon hier nicht fehlen. Ja, das ist Tradition mittlerweile, gell, bei uns. Ja, dann lassen wir es uns mal schmecken. Guten Appetit. Und ja, wir sagen einfach mal einen schönen Abend, weil ich glaube, heute filmen wir nicht mehr. Nee, gute Nacht. Hey, einen wunderschönen guten Morgen aus Jagsthausen. Ja, und ganz herzlich willkommen zu diesem Tag. Es ist echt schön hier. Es ist Natur pur. Wir stehen ja direkt hier an dem Bogenparcours und muss dazu sagen, dass das kein offizieller Stellplatz ist, sondern wirklich abgesprochen ist mit dem Besitzer hier. Also das sollte man nicht einfach nur so anfahren. Trotzdem freuen wir uns jetzt auf den Tag. Die Jungs, die werden heute mit hier dabei sein. Die kommen angereist und das Wetter ist nicht ganz so vielversprechend. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir heute den Parcours machen oder ob wir das auf morgen verschieben. Weil morgen soll es richtig Bombenwetter geben. Und wie jedes Mal auf Tour und am Wochenende, jetzt müssen wir erstmal mit dem Ben hier raus. Und jetzt laufen wir doch mal zum Wohnmobil.
Also zurück hier, wo wir stehen. Hey, und da ist ja noch ein Eurer. Ja, genau, ihr seht richtig. Neben uns steht der Jürgen und die Ines. Ihr kennt den Jürgen aus dem Video, wo wir gemeinsam die Heckgarage gefilzt haben. Und das war auch beim Bogenschießen, wo wir uns getroffen haben. Und ja, wir verbringen hier gemeinsam ein paar Tage und freuen uns natürlich, in guter Gesellschaft zu sein. Und jetzt laufen wir mal zurück. Und ich denke, dass es jetzt langsam Frühstück gibt. You were there and you picked me up when I fall. You have rescued me from my pain. You were strong and you gave me strength to move on. Free me from my guilt and shame. You have washed me over and over again. You are making me new. Es ist so wunderschön, einfach mal in der Natur zu sitzen, ein paar Minuten zu lauschen, aus dem Alltag rauszukommen und dann einfach mal so das aufzusaugen, was man um sich herum hört. Die Vögel zwitschern, die Geräusche, den Wind. Ja, ich saug das auf. Ich finde es einfach wunderschön. Und das ist ein schöner Platz hier, um die Gegend und alles drumherum einfach mal so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Vielleicht geht es euch auch so, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch diese Natur liebt. Und ich finde, die kann man so richtig gut mit dem Wohnmobil kombinieren, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Da kann man es einfach so toll machen. Bis auf, wenn der Hund kommt, nämlich der Ben, und hier schon wieder ein Stück Holz gebracht hat und mit mir spielen will. Hä? Du bist ja heute schon wieder richtig gut drauf. Du bist ja richtig gut drauf heute. Hä? Also, ich spiele eine Runde und wir sehen uns nachher. You have washed me over and over. Regen, Regen, Regen. Ein Dösetag im Wohnmobil. Hoffentlich nicht. Den ganzen Tag. Ja. Es ist einfach nichts anzufangen. Heute Nachmittag soll es besser werden. Ja, und unseren Bogenparcours verschieben wir dann wohl auf morgen. Ja, ist eh wahrscheinlich total matschig draußen, alle. Ja, jetzt warten wir auf die Jungs. Die wollen trotzdem kommen. Und was das Tolle hier in Jagsthausen ist, nämlich hier diese Scheune, die ziemlich groß ist. Da gibt es noch ein Bogenparcours oder ich sag mal so mit Zielscheiben, die man in der Scheune spielen kann. Und vielleicht machen wir das heute noch. Ja, und dann hoffen wir einfach, dass das Wetter wieder ab morgen gut wird. Also, weil man an diesem Tag nicht viel anfangen kann, schneidet man schon mal das Video. Und das Tolle ist, dass der Hund auch ausgeführt wird. Ja, schön. Der Jürgen hatte Lust, mit dem Ben laufen zu gehen. Und ich würde sagen, wir können weiter gammeln. Ja, ich habe gerade schon noch mal geschlafen. Ja, aber jetzt sind die Jungs losgefahren, die Nachricht haben wir bekommen. Und ja, jetzt hoffen wir auch mal, dass der Regen hier aufhört und dass es dann weitergeht. So, die Sonne ist im Anmarsch. Das Wetter wird besser. Und hier seht ihr wieder die gefilzte Heckgarage. Und hier ist natürlich der Macher dieser Heckgarage. Hallo Jürgen. Hallo, grüßt euch. Hey, dieses Video, was wir gedreht haben letztes Jahr, ja, mit dieser Heckgarage filzen, ich glaube, das hat mittlerweile 8.000, 9.000 Klicks. Das ist richtig gut angekommen. Stark. Hättest du das gedacht?
Ich habe es vermutet, weil das echter Mehrwert für das Auto ist. Und bei dir schaut es mit der Garage wirklich klasse aus. Vor allen Dingen hast du dich für den dunklen Filz entschieden. Ich habe den silbergrauen drin. Also ich habe es vermutet, dass es dann doch so eingeschlagen hat. Und vor allem, dass wir auch danach so starkes Feedback gekriegt haben, auch persönlich über E-Mail, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, nein. Ja. Also unheimlich viele von euch haben uns geschrieben, haben mir geschrieben, hey, hier und boah. Ihr habt mich ermutigt, das jetzt wirklich zu machen und so weiter. Schreibt doch mal einfach rein, ob das leicht von der Hand ging, so wie wir das gezeigt haben, auch hier mit der Dichtungslippe an der Türe und so weiter. Und all diejenigen, die das nicht gesehen haben, da müsst ihr mal wirklich reinklicken. Also Jürgen, ich bin dir echt unendlich dankbar immer noch. Also das ist ein ganz anderes Gefühl jetzt, die Hacker. Das ist wie Tag und Nacht. Und da verstehe ich halt echt nicht, warum das nicht teilweise die Hersteller einfach auch schon ab Werk sowas machen. Ja, da wird man sich leichter tun. Ja, ich denke mal, das ist in erster Linie eine Kostenfrage. In einem bestimmten Preissegment, da reden wir jetzt von ab 30.000, 40.000 Euro mehr, ist es ja fast Standard in den Heckgaragen. In der Preisklasse eurer muss natürlich, eurer baut sehr hochwertige Fahrzeuge, aber die müssen natürlich auch ein bisschen auf den Preis gucken, dass man nicht so weit im Augenblick von der berühmten 100er, 1000 Marke weg ist. Und ja, das sind wahrscheinlich so kleine Zugeständnisse. Aber man kann es ja sehr gut selber machen. Wir haben ja gezeigt, wie es geht. Und jeder, der da Interesse dran hat, ruhig nochmal das Video anschauen, den Daniel anschreiben oder mich anschreiben, völlig egal. Und da helfen wir dann auch gern weiter. Ja, ja, und vielleicht zum Hersteller. Ich glaube, das ist auch so. Eurer baut dafür was anderes ein, was ein anderer Hersteller wieder nicht macht. Also da hat ja jeder so seine Schwerpunkte irgendwo. Aber siehe die Wasseranlage, da wollte ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe in der letzten Zeit viele Reisemobile kennengelernt, auch durch meine frühere Tätigkeit. Und was mich bei eurer besonders begeistert, das ist die Wasseranlage, weil eben das Rohrsystem verwendet wird und nicht wie bei vielen anderen ein Schlauchsystem. Das gibt viel mehr Sicherheit und was die wenigsten, wo die wenigsten vielleicht drüber nachdenken, es hat auch was mit der Verkeimung zu tun. Also die Rohre, die sind alle nicht lichtdurchlässig, sind super verlegt. Das ist zum Beispiel was, was mich bei mir, bei eurer, neben dem Aufbau ist die Wasseranlage für mich ein großes Plus. Ja. Ja, und da gibt es noch viel mehr so Sachen. Auf jeden Fall, ich mache euch schon mal ein bisschen heiß drauf. Wir zeigen euch im Laufe des Videos noch was, wo der Jürgen sich eingebaut hat in seinen Eura. Das war ein größerer Umbau, gell? Ja. Aber der Jürgen, der schwärmt nur noch davon. Zeigen wir euch aber auf jeden Fall später. Jetzt gucken wir mal, ob es mit dem Wetter besser wird und wir heute noch ein bisschen mit dem Bogenschießen irgendwie zu Rande kommen. Oder ja, vielleicht grillen wir auch bei dem Wetter heute. Mal gucken. Mal schauen, also heute Abend soll es ja besser werden. Morgen ist deutlich der schönere Tag. Es sind bis 23 Grad hier angesagt. Und ich bin mir sicher, das wird ein schönes Wochenende. So, die Jungs sind im Anmarsch. Und die sind gerade angekommen. Hallo, Jungs. Hi. Hat's geklappt? Ja. War's gut? Ja. Wie war die Anfahrt? Gut. Stau hatten wir bisher. Echt? Ja. Okay. Nervigen Stau. Also, der Ben, der schreit schon nach euch. So, wir werfen mal einen Blick hier in die Scheune rein. Da wird nämlich schon wild geschossen. Und die beiden bekommen hier eine Einweisung vom Jürgen. Wo ist denn der Hinsprung? Nach links? Nach rechts ist er gesprungen. Okay, jetzt machen wir mal das rechte Auge zu, bitte. Der Daumen zeigt mir ohne Hand. Ja, aber der linke Daumen oder jetzt der rechte? Ja, alles nur im rechten Daumen machen. Wir stellen gerade fest, was das dominante Auge ist. Da gibt es ja diesen typischen Trick der Scharfschützen. Ich ziele über den rechten Daumen, wenn ich jetzt das linke Auge zumache. Er darf also nicht mehr springen. Okay. Lass die Hand weg. Jetzt nach hinten ziehen und lösen dabei. Also, bei dir ist es so, in dem Augenblick, wo du löst, machst du beide Augen zu. Stimmt's? Schau mal, das hat so ausgeschaut. War das deiner, Lukas, hier? Nein, das war der hier. Das ist der Jakob. Da kann man gleich noch was zeigen. Das war er. Okay. Und der Joel, der hat ja schon von letztem Jahr die Einweisung bekommen. Das ist jetzt unser kleiner Profi hier.
10 Meter. Oben schön locker vorne, die Haltung ist perfekt, jo. Die ist echt perfekt. Kopf gerade halten, dass du überziehst, genau. Sehr wow. Genau in die Mitte. Also was man jetzt hier wissen muss, für die, die zuschauen, am Anfang geht es darum, die Senkrechte zu treffen. Also die Senkrechte zeigt, dass man eine saubere Technik schießt und die Höhe ergibt sich nachher durch das Greifen. Nächster Fall. Du siehst jetzt, wo du hingeschossen hast? Genau. Jetzt machst du mal nur einen Finger. Richtig. So sieht die Haltung aus. Jetzt geht der falsche Höhe. Nächsten. So, jetzt darf der Meister ran. Ja, Meister. Und zwar hier mit einer. Was ist das ein für Compound, eine? Ein Compound, ein Hoyt, Defiant, ein reiner Jagdbogen. Sieht aus wie eine Mordwaffe. Also wenn die große Zombie-Apokalypse kommt, kann man damit zum Selbstversorger werden. Okay, irgend 25 Meter. Das sind jetzt in etwa 20 Meter, das Visier steht auf 20. Man sieht schon, dass der Auszug ganz anders ist. Ich habe hier ein Let-Off. Ich ziehe hier quasi wie beim Gewehr fast über Kimme und Korn. Das heißt, ich habe hier hinten einen kleinen Diopter, da schaue ich durch. Und vorne kann ich das Ziel erkennen durch eine Vergrößerung. Und jetzt gehe ich an den Abzug hin. Boah. Und der Pfeil sitzt genau da, wo alle anderen sitzen. Wow, was gibt es hier Tolles zu essen? Es gibt hier Raclette. Das, was wir ja so lieben. Und im letzten Video, wo wir auf Tour waren, hat es ja mit unserem, was war das, Sylvie? Unserem Gas. Nee, das war eine Brennpaste. Hat es ja mit dem Raclette-Macher nicht funktioniert. Und ja, jetzt dieses Mal versuchen wir es elektrisch, 350 Watt. Das ist ja theoretisch kein Problem hier bei uns mit zwei Batterien und dem Wechselrichter. Und allerdings ist das Raclette-Gerät nur für zwei Personen, aber wir probieren es jetzt mal sofort aus. Und es geht relativ eigentlich schnell mit dem Schmelzen. Gell? Also das Ding können wir echt, glaube ich, wirklich empfehlen. Alle, die einen Wechselrichter haben und eine gescheite Batterie, ich verlinke das mal unten. Allerdings probieren wir das erste Mal jetzt gerade aus. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Und hey, wo kriegt man im Wohnmobil so einen schönen gedeckten Tisch? Also, wir lassen es uns jetzt hier schmecken heute Abend. Und ja, wir beenden jetzt diesen Teil des Videos. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Im nächsten Teil, das können wir schon mal ankündigen, da geht es richtig zum Bogenschießen, zum Parcours, morgen früh. Und wir grillen lecker. Rindersteak, das müsst ihr euch mal angucken. Da ist der Jürgen einfach der absolute, ja, der absolute Könner da drin. Und hey, schaut den zweiten Teil noch mit uns an. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Like, Abo. Wir würden uns echt über den Support freuen von euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.